Moin moin Leute, in der letzten Folge, da haben wir ja gegen den, ja, dummen Krieg gekämpft, sag ich mal, angekämpft. Und ja, da machen wir es einfach weiter, denn wir sind noch nicht groß weitergekommen. Ja. Das ist ja, das Problem ist, dass wir einen Dreifrontenkrieg haben, so in etwa. Dass wir jetzt irgendwie das Problem in Rumänien klären müssen. Das wäre gut, wenn wir das klären, denn dann können wir die Division verschieben. So. Versuchen wir jetzt einfach alles hier oben hinzuschieben. So, hier verlieren wir auch schon. Aber wir können hier ein bisschen Stress machen zumindest. Probieren wir es mal hier. Ja, kommen wir hier voran. 90. Bleibt auf 90. Scheinbar. Hier oben sieht es halt mit dem Verschleiß derbe schlimm aus. Also wirklich. Hier ist auch keine Schiene und nichts. Kommt das jetzt halt mal nach da oben. So. So, jetzt steht da 88. Aber hier rücken wir vor. Sehr schön. Ist auch mal schön. Wenn man irgendwo vorrückt, ne? Oh, warte mal, wir haben hier... Oh, Leute. Oh, was sehe ich denn da? Gut, wisst ihr, wo wir die hinschicken? Die schicken wir nicht nach... Oder schicken wir die hier hin? Ich glaube, nach Rumänien wäre schlauer, oder? Ja, nach Rumänien ist, glaube ich, schlauer. Oder? Gut, wir machen das so. Die waren das, genau. Wir haben halt keine Generäle. Wir können natürlich welche machen, die machen wir jetzt gleich auch. So. Und zwar hier einen. So. Genau. So. Drei Divisionen, aber da... das wird da nichts, das wird da nichts, Leute. Wie sah es hier aus? Hier rücken wir nicht mehr vor. Die Deutschen aber irgendwie auch nicht. Mittlerweile, ja, sollten wir uns überlegen sein. Sind sie auch. Die nehme ich nicht. X-Anleihen, okay. So, hier 6 Divisionen. Und hier und da schicken wir welche zum Beschützen. Ja, die haben keinen... Die haben niemanden hier, ne? Mann, diese scheiß Division. Ich klicke da immer drauf. Ach, wir sind auch noch mit Bulgarien im Krieg. Bulgarien... Achso, ist nicht mehr kommunistisch. Ich dachte gerade schon, wir wären jetzt auch noch mit den Sowjets. Dann hätten wir gleich aufgeben können, gefühlt. So. 87. Dann schicken wir von die von da oben auch noch hin. 87. 93. 94. 95. 96. Und... Brechen wir durch. 98. So, jetzt kommen die hier schon zur Unterstützung. Weil sie selber merken, oh, das wird jetzt richtig schlimm. So, und davon die Hälfte nach da und noch die Hälfte davon nach da. Okay. Das wird ein guter, großer Kessel, wenn das klappt. Okay, wir haben das mit der Logistik jetzt geschafft. Das heißt, wir ändern unsere Infanteriedivision mal mit Logistikkompanien. Also statten wir die aus. Ah, es sind hier 3 Divisionen, ey. Gut, dann müssen wir da halt wieder was hinschicken. Beziehungsweise so. Jetzt haben sie eine Division abgezogen. So. Okay. 88... 89. 90, okay, das sieht gut aus. Wir haben halt auch keine Luftüberlegenheit da, ne? Also, weil wir da nichts hinschicken. Sollte man natürlich machen, ich weiß, aber... So, warum kommen wir hier eigentlich nicht dagegen an? Ich habe das hier noch nie gecheckt, sage ich euch ehrlich, ne? Also, ja.
Gefechtsbreite sollte man ja immer angepasst haben. Die haben wir auf 15. Die sollte man natürlich höher machen. Machen wir das mal folgendermaßen. So auf 19. Ich meine, so je näher an 20, desto besser, glaube ich, war das, ne? Gut, dann kommt das auch noch nach Rumänien hin. So, 93. Die 94 kriegen wir nicht, sondern 90 wieder. Okay, okay. Den Suezkanal sprengen. Okay. Oh, Südafrika. Ich will immer Südamerika sagen. Südafrika hat richtig Spaß da unten. Das sieht ja ganz, ganz schlecht aus mit dem Nachschub. So. Und noch ein Knotenpunkt. Nach hier und nach da. Aber ich habe so das Gefühl, diese Knotenpunkte, die bringen nicht so viel, ne? Deswegen bin ich immer sehr altmodisch, was das angeht. Und ändere da nicht viel. So, 92. Okay. Da müssen wir vielleicht wirklich mal unsere Luftwaffe dahin holen. Wenn wir überhaupt hier noch Gelegenheit haben. Doch, haben wir. Dann hier hin und einmal nach da. Sollte das Ganze hier noch besser klappen. 93, 94, 96. So, jetzt klappt das auch. 97, 98. Und eingekesselt. Sehr schön. Gut. So und so. Und hier jetzt einmal. Nee, da nicht. Scheiße. Falscher Angriffsplan. So, da einmal vorrücken. Machen die Deutschen jetzt hier Stress? Weil sie die im Kessel jetzt hier retten wollen? Da unten habe ich was gesehen. Da habe ich was gesehen. Ja. Genau. Genau, ich glaube es auch. Deutschland landet hier unten. Ja, ja, ja. Genau. Gut. Gut. Da müssen wir wieder was abziehen, Leute. Dann müssen wir wieder was abziehen. Und das ist aber auch... Das ist aber auch mies. Also ich meine, ich hätte natürlich sagen können... Komm. Wir... Als ich das hier bemerkt habe, komm, wir setzen nochmal zurück. Ich habe ja... Es speichert ja immer automatisch. Aber... Das wäre natürlich mies. Das mache ich natürlich nicht. Ach du Scheiße. Okay. Pronto, signore. Pronto all'azione. Comandi. So. Oh, das kann doch nicht sein, Leute. Das ist richtig scheiße. Ja, aber ab und zu passiert das halt, ne? Ist halt leider so. Dafür können wir jetzt versuchen, an den anderen Punkten vorzurücken. Hier ist zum Beispiel nur eine Division wieder. Aber wir haben halt so einen heftigen Verschleiß, dass wir das eigentlich auch schon wieder vergessen können. Und diese hier kriegen wir nicht platt, die im Kessel. Schade. Aber ich gebe es noch nicht auf. Ich gebe es noch nicht auf. Aber das sollten wir vielleicht. Aber nein, ich mach's nicht. So. Da brauchen wir jetzt welche unserer besten Kommandanten am besten. Brauchen jetzt ein paar Tage, bis sie da sind, aber was willst du machen? Gut, wenn wir die jetzt auch noch angreifen. Ach Gott. So, vielleicht kriegen wir ein bisschen was wieder. Nein, kriegen wir nicht. Die Deutschen holen gerade so dermaßen viel dahin. Ich hoffe, ey, Rumänien ist gerade meine letzte Hoffnung hier hinten. Es lief alles so gut. Das soll jetzt nicht aufhören. So. Oh, warum landen die denn hier? Das habe ich echt nicht gecheckt. Aber gut, wir können
Auf jeden Fall den Nachschub hier abknöpfen. Abdrücken, indem wir hier Konvoi-Überfall machen. So. Oh Gott. Hey, was ist das denn? Ich check das gerade nicht. Ja, okay, nee, das können wir nicht machen. Das wird jetzt gleich in einem gnadenlosen Kessel enden, sonst. Wenn ich jetzt noch länger warte. Weil ich muss warten. Mexiko ist jetzt auch noch mit drin. Okay, nein. Nein. Ach, Leute, nein. Das ist doch scheiße. Okay, wir machen es jetzt anders. Und zwar, wo seid ihr? Ihr seid da. So. Ich weiß nicht, ob wir jetzt überhaupt noch alle retten können. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So. So. Dann wird das jetzt halt ein langer Stellungskrieg. Kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Ist jetzt leider so. So, die hier müssen da auch weg. So. Sind das wieder zu viele? Scheiße. So. Die können nach Rumänien. Die hier auch. Wo sind sie? Da. Die vom Garnisieren, die holen wir jetzt auf jeden Fall zurück. Ist jetzt scheißegal, Leute. Ja. So. 1, 2, 3. Hier. So. So. Und so. Gut, wo sind die? Das sind die falsche Mega. Okay. Die kommen jetzt erstmal hier hin. Da brauchen wir wieder einen Kommandanten. So, da auch. Hier sind da noch zu viele. Scheiße. Das waren die falsche Mega, ne? Genau. 1, 2, 3, 4. So. Gut, und wir wollen jetzt Ungarn noch beschützen, deswegen. Wir können nicht alles in unser Heimatland packen. Das können wir nicht bringen. Hier gehen wir jetzt auf vollen Vormarsch. Und diese wollte ich, genau, die wollte ich hier abziehen. Die sollen einmal hier hin. Und die müssen wir jetzt irgendwie hier raus navigieren. Ich weiß noch nicht wie. Eigentlich, wir können es nur die KI machen lassen. So. Wir können es nur. Ach nee, wir können über Jugoslawien raus, ne? Stimmt. Stimmt. Hauptsache, wir kapitulieren nicht. Sollten da vielleicht mal die Stabilität für hoch machen, ne? So, Leute. Bevor es noch weitergeht, das sieht sehr, sehr schlecht aus. Es kann sein, dass wir verlieren. Kann sein. Das wäre sehr schade und das wäre das erste Mal, dass wir richtig verkacken. Wir haben sogar Rom verloren. Gut, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat trotzdem, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen oder ein Abo oder einen Kommentar. Ja, es gehört auch immer dazu, dass man mal verliert, aber ich gebe noch nicht auf. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.